Jo, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt, und zwar Fallout 4. Ja, ein Spiel von Bethesda für die Xbox One, PS4 und den PC. Ich spiele die PS4-Version von Let's Play für euch. Ja. Und ja, ich habe gerade schon einmal eine Aufnahme gemacht, aufgenommen. Allerdings habe ich da einige Soundprobleme gehabt, deswegen tue ich das jetzt hier alles nochmal aufnehmen. Ist allerdings noch nicht viel passiert. Das dürfte jetzt ehrlich gesagt sogar ein bisschen schneller gehen, jetzt wo ich weiß, was los ist. Und ja, was kann ich zu dem Spiel sagen? Ich spiele das Spiel zum ersten Mal und ich zeige euch mal was. Und zwar habe ich schon einige Einstellungen hier geändert. Und zwar laut dem Titel, den ich hoffentlich irgendwie hinzufüge, spielen wir auf Überleben, den höchsten Schwierigkeitsgrad. Und ja, wie gesagt, ich habe Fallout 3, Skyrim, New Vegas, also Fallout New Vegas, alles bisher immer auf den Schwierigkeitsgrad gespielt, weil so macht einfach am meisten Bock. Ist halt so. Und ja, Fallout 3 habe ich wahrscheinlich so 200 Stunden pro Spielstand immer durchgesucht und ich habe bestimmt 3-4 Mal den Spielstand, das Spiel gespielt, meine ich. Mein Gott, da lief irgendwie flüssiger bei der ersten Aufnahme. Und Fallout New Vegas habe ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Skyrim habe ich auch wie blöd gesuchtet. Also hiermit werde ich mich natürlich auch sehr gut befassen. Und Radio habe ich natürlich hier ausgestellt, weil wenn ich das Radio einstelle, dann kriege ich schneller einen Copyright, als ich gucken kann, wie ganze Lieder abgespielt werden. Also nicht wundern, wenn ich hier das Radio nie anmache oder es anmache und keine Musik kommt. Was noch? Sonst eigentlich nichts, oder? Naja, wie gesagt, das Spiel ist blind und ich möchte deswegen nicht erfahren, was passieren wird, was ich früh genug machen sollte, was mich noch erwartet, auf was ich mich vorbereiten soll, was weiß ich und so. Und das Ding tut sich jetzt hier wieder resetten, deswegen fangen wir mal neu an, ein neues Spiel starten. Da ich jetzt weiß, was ich machen, was ich nicht machen kann, dürfte der Anfang ein bisschen schneller ja vonstatten gehen. Ich wollte das Ganze hier nur nochmal aufnehmen, weil der Audio irgendwie, habe ich was verkorkst und ja. Ich habe übrigens nicht das Spiel so zum Laufen gekriegt, dass ich über Headset aufnehmen kann und den Sound da höre. Also ich kann nicht den Audio aufnehmen, während ich übers Headset spiele. Und das ist ein bisschen doof, weil dann hört man jetzt hier ein sehr nerviges Echo, wenn der Fernseher zu laut ist. Dafür entschuldige ich mich schon mal im Voraus, aber anders kann ich das nicht aufnehmen. Tut mir leid. Aber ihr werdet dafür Verständnis haben, oder? Oder? Na, jedenfalls. Jetzt kommt erstmal das Intro. Bethesda Game Studios presents Fallout 4. Fall raus 4. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Ja, kleine Geschichtsstunde, ja. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Der erste Pip-Boy. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgefüllt. Überdimensional groß. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt.
alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Ah, oh, legendäre Worte. Die Stimme kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich weiß nur nicht, wer das ist. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Nein. Ja, ich versuche das hier so schnell wie möglich zu machen. Vor allem nur so ein paar kleine Sachen. Das hier hatte ich genommen. Das ist noch relativ auswendig. So, Farbe können wir hellgrün nehmen. Weil normalgrün sieht man irgendwie nicht. So, ich habe irgendwie bei der ersten Aufnahme richtig Probleme gehabt, den Bart zu entfernen. Mit oder ohne Bart? Jetzt weiß ich das zum Glück. Ich will den ganzen Mund so bewegen. Kann man irgendwie. Ich will so ein blödes Grinsen haben. Haut. Nee, Farbe so. Blass, natürlich. Dann die Farbe noch. Macht ganz schnell, ja. Kastanienbaum mal gleich. Die Frisur steht mir wirklich gut. Dann war's das, glaube ich. Wieso Herstellungsdingern, Charakterherstellungsdingern kann ich sowieso nicht viel anfangen. Ist anders. Aber was? Na gut, reicht. Vielleicht die Nase ein bisschen kleiner noch. Schatz, oder findest was? Du meine Nase zu groß? Geschlecht, Extras, alles entfernen, ja. Und Körper können wir, glaube ich, auch so lassen. Ja, reicht. Gut. Und das war's. Charakter bestätigen, ja. Weiß nicht, ob man sich irgendwann wieder umändern kann. Ich hoffe, ja. Hey, dann kann ich ja nochmal was machen. Ich bin gleich soweit. So, und was ich in der Aufnahme alles gemacht habe, ist, mich hier überall umzugucken. Ich kann... Oh, da ist der Mr. Handy reingekommen, nehme ich mal an. Aber alles, was der macht, ist, Kommentare überall zu geben. Ist jetzt noch nicht so wichtig, finde ich. Ein weiteres großartiges Produkt von General Atomics International. Ah, guten Morgen, Sir. Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Ausgezeichnet. Und die neue Zeit. Gerade reingekommen. Danke, Cosworth. Natürlich, Sir. Gehen wir mal zum Kühlschrank. Coca-Cola, eiskalt. Ja, da ist eine Anspielung. Ist da auch worauf? Fanta. Gott, den hab ich schon beim letzten Mal gemacht. Ja, da wird interessant, dass erstmal ich ein Bethesda-Spiel hier Let's Play. Und ich bin so stolz auf sie. Deswegen bestimmt so 300 Parts oder so. Wie das hier dauern. Am Anfang meine Zweifel, aber Cosworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Das will ich sehen. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Okay. Oh, da ist ein Radio. Von dem muss ich mich fernhalten, alle Türen zu machen. Bams. So, was muss ich nochmal machen? Ich glaube, mit ihr muss ich sprechen, ne? Schatz. Ich glaub's nicht, dass schon fast Halloween ist. Das ist halt Weihnachten. Wir müssen Sean's Kostüm fertig machen. Okay.
Also kann ich nicht ausschalten. Kannst du aufmachen? Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Okay. Guten Morgen. Ich komme von Guten Morgen. Guten Morgen. Was für ein Tag. Sehen Sie sich diesen Himmel heute an. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Hier bin ich. Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Gleich eine Antwort im letzten Mal. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für ziemlich große Hände ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie? Ich werde nicht vorlesen, er sagt das selber. Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen. Lustig. Das Ende der Welt? Na endlich! Das ist die richtige Einstellung. Nun, also dann. Okay. Oh, Name. Ja, Nero, hat der noch gespeichert, sehr gut. Ausgezeichnet. So. Mal gucken, ob ich noch das gleiche wie letztes Mal schaffe. Alles war mindestens auf 3. Dann habe ich Glück auf 6, Intelligenz auf 6, Stärke. Irgendwas stimmt hier nicht. War das so richtig? Ich glaube, das Thema auf 2, Beweglichkeit. Und Charisma, so. Das habe ich so genommen, weil irgendwie schockiert, dass ich nicht mehr so viel Wert habe wie im Fallout 3. Aber naja, wird schon irgendwie klappen. Gut, reicht so. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Wort. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Bert. Danke nochmal. Tut so. Dann können wir ruhig schlafen. Es ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich im Schaum ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Davon habe ich keine Ahnung. Du hast kurz was gehört. Wir haben einen Hund? Den Hund finden wir wohl nie wieder. Okay. Wusste ich auch nicht. Ja. Kann ich gar nicht machen. Okay. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das nur wieder ein bisschen. Das mag er. Okay. Guck mal, Raketen, die fliegen auf dich runter. Wie geht's, meine Kleinen? Besser, und nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal anziehen. Cordsworth, was ist los? Ja, was kann schon... Ja, Schlimmes passieren. Vielleicht ist das Ende der Welt vor der Tür. Explosionsgeräusche. Okay, da muss ich mir angucken. Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Wir haben. Geht so nicht. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole: bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Oh mein Gott. Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Für den Effekt. Please stand by, ja. Cordsworth, bis dann, Kumpel. Und Ihre Familie auch, Sir? Ja. Gib auf dich acht. Auf Wiedersehen, Sir. Komm, lass dich umarmen. Lass dich umarmen. Umarm mich! Okay. Ich möchte mal. Tut zu. Einwohner von Sanctuary Hill. Ja. Wenn Sie registriert sind, begeben Sie sich sofort zum Vault 111. Zum Weg! Ich kann leider nicht schlagen. Sonst hätte ich schon andere aus dem Weg geschlagen. Wo ist die? Da! Renn, Frau, renn! Ich nehme die Tasche! Ach, geh aus dem Weg! Aus dem Weg!
Gib mir 5. Das ist absurd. Irgendwie unangemessen für die Situation. Sie kommen nicht rein. Sie können mich sagen. Ich schieße. Oh, oh, oh. Lass mir nicht melden. Was? Im Programm, dann treten Sie vor. Wenn nicht, gehen Sie nach Hause. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay, danke. Wir haben keinen Namen. Wir stehen einfach auf der Liste. Folgen Sie mir. Müsst ihr immer sagen. Wir tun, was wir können. Gehen Sie jetzt bitte weiter. Rennen, Frau, rennen. Hi. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Ich will aber da rein. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott! Kommst du hier rein? Festhalten! Geht das nicht schneller? Hey! Hey! Meine Frau! Und meine Frau und mein Kind! Was zum Teufel? Das sollte, glaube ich, nicht so passieren. Das ist beim letzten Mal nicht passiert. Ich schwöre. Oh Gott. Ja, meine Frau und mein Kind sind tot. Und mein Robo-Butler. Hey. Mach das nicht nochmal. Ich hab vorhin Schreck bekommen. Wir haben's geschafft. Alter. Das. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Ich glaube es nicht. Eine Minute später und wir werden alle... Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Ja. Gehen bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass die da oben gewesen ist. Entschuldigung. Dieser Aufzug. So langsam. Hey. Oh mein Gott. Ach was. Außer also, wir sind am Leben, ne? Männlich. Danke. Ich finde auch, dass ich sehr männlich bin. Der Typ hat eine sehr gute Auffassungsgabe. Alles okay? Wir haben es geschafft. Ja, jetzt noch. Mach keine, was machst du denn da? Kann ich da auch mal durchgucken? Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug aus. Entschuldigung. Treten Sie an den Tisch heran. Ja, warte mal. Da ist doch noch einer vor. Hallo. Wir warten schon ewig. Dann geh doch da hin. Mein Gott, was hat die für Probleme? Danke. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt. Hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Okay. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Natürlich. Wird auch nichts schief gehen, ne? Es wird alles gut, oder? Nein, wir werden alle sterben. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Lange werden wir wohl hier unten sein, Schatz? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Passt prima, oder? Ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Dass er nicht nur bequem ist, sondern das ist gut für dich. Bereit für die Zukunft, oder? Alles klar. Hey, treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Betreten Sie den Raum, wenn Sie soweit sind. Alles wird gut. Papa ist doch... Er ist mein kleiner Held. Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Ja. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Geh nur da rein und lass mich einfrieren. Oh Gott. So, ich hab mich angezogen. Und jetzt war schon angezogen. Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Wald geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner
Wir sind eingefroren. Warum? Was passiert jetzt? Ich weiß es natürlich noch. Wir sind wach. Mehr oder weniger. Das ist sie. Da. Pass sie auf. Und an der Stelle habe ich so ungefähr gesagt, oh mein Gott, nein! Ich habe schon gesehen, wie meine Frau zweimal stirbt. Einmal da oben und einmal hier unten. Also dreimal schon. Wegen der einen Aufnahme auch noch. Ab jetzt weiß ich übrigens nicht, was noch passiert. Also was jetzt hier jetzt direkt nach passiert, weiß ich noch, aber danach nicht mehr. Ich glaube, die tun uns alle einzeln einführen und immer wieder rausholen, oder ne? Dann für irgendwas zu brauchen? Keine Ahnung. Komm schon! Das muss doch irgendwie aufgehen! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh Gott! Kritischer Fehler in Krügers Anlass. Na, wie geht's? Ich finde den, der das getan hat. Dann hole ich schon zurück. Versprochen. So, ab jetzt ist wieder blind. Jetzt habe ich keine Ahnung, was mich erwartet. Okay. Was kann ich denn hier noch machen? Ich sehe nur andere, der ist auch tot. Drückungsfehlfunktion bei der manuellen Gott. Öffnung der Kryo-Kapsel. Warum sollte Vault-Tec das tun? Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo? Ist da wer? Sie. Sie sind tot. Nein, das war grün ist. Ich auf. Oh Gott. Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Warum haben die das getan? Überbrückungsfehlfunktion bei der manuellen Öffnung der Kryokapsel. Warum haben die das getan? So, da muss ich hin, ne? So, ist der Schwierigkeit. Ist der Schwierigkeitsgrad immer noch auf hoch? Ganz okay. Ich habe einen Ehering von meiner Frau bekommen, der wird bestimmt noch irgendwie wichtig sein. Dann mal weiter. Stimme kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Oh, hier sind noch mehr Kapseln. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Ja, kein einziger übrig anscheinend. Wort Überwachungsterminal. Okay. Kryoanlage. Offline, vorzeitiger Abbruch führt zur Systemversagen. Einzelne manuelle ferngesteuerte Überbrückung festgestellt. Steuerung deaktiviert. Haltungssysteme offline. Vorzeitiger Abbruch führt zur Systemversagen. Blablabla. Auch wieder deaktiviert. Hier sieht man die ganzen Namen. Der Sturm. Todesursache ersticken aufgrund Versagens der Lebenshaltungssysteme. Alle, ne? Ja, ich nehme an, alle. Okay. Gut zu wissen. Warum habe ich überlebt? Sie
Meine Frau war ja auch noch. Sie sind tot. Am Leben, als sie rausgeholt haben. Sie sind tot. Okay. Nicht gut. Clipboard nehmen. Na, ich kann aber noch nicht irgendwas machen. Ich habe keinen Pip-Boy. War ich das? Oh Gott, da wird mir jetzt so eine Panik machen in dem Spiel. Na dann, oder? Oh nein, ich wollte das hier. Was? Ja, ich habe irgendwas mitgenommen. Schraubenschlüssel oder so, Schraubenzieher. Ja, ich werde hier jeden Schritt erkunden. Da war eine Kakerlake. Na, da muss ich hin. Ich höre schon irgendwas rumkrabbeln. Stimpack. Die benutzt man zum Heilen. Sicherheitsanweisungen. Nur für Sicherheitspersonal. Vault 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testobjekten zu ermitteln. Was? Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage für die Überwachung des wissenschaftlichen Mitarbeiters verantwortlich. Keine Unterschied von ihnen zu gewissen Pflichten abweichen. Also wollten die uns töten? Hä? Nein. Auch. Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt des Aktivierungsvorgangs von Vault-Tec hat sich der gesamte Personal im Eingangsbereich einspinnt, bei Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dabei für die Einhaltung der Ordnung zuständig. Hat dafür zu sagen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Nicht bezeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen. Mitarbeiterpflichten. Okay, was die Mitarbeiter hier alles machen, interessiert mich jetzt nicht so. Natürlich nicht jeden Dialog hier machen und nicht, ich werde auch nicht jede Frage und so. Ach, da wird gar nicht so geöffnet. Ach, da wird so direkt geöffnet, okay. Also wird jetzt kein Menü mal geöffnet oder so. Wenn ich da jetzt hingehe und dann kann ich schon direkt sehen, was da drin ist. Und dann kann ich schon alles so mitnehmen. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, von dem ich denke, dass es irgendwie wertvoll ist. Würde ich aber jetzt mal sagen, was hinter dieser Tür ist, sehen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich hoffe, das Projekt kommt gut an. Für Kommentare und so bin ich natürlich sehr offen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.